Ja, falls bei den letzten beiden Folgen der Ton ein bisschen komisch geklungen hat, dann lag das daran, dass aus irgendeinem Grund der Mikrofonpegel auf 100 war und ich das nachträglich runterpegeln musste. Ja, ich musste hier also tatsächlich, ja, schnell da rein. Ich musste tatsächlich erstmal noch was triggern, damit wir weiterkommen und ja, genau. Ne? Okay, ja, wir sind mit Lee in der Kanalisation. Ich glaube, nach links ist immer lockern, oder? Okay, dann halt nach rechts. Zum Glück ist das Spiel ganz blöde gemacht, finde ich. Wir sind mit Lee in der Kanalisation und müssen jetzt den Weg zurück zum Haus finden. Seems loose. Shit. Ja, dann nehmen wir das Ding doch einfach mit, oder? Wenn es locker ist. Genau. Sehr gut. Und dann kommen wir wahrscheinlich jetzt da hinten raus, weil da zurück ging es ja nicht mehr. Da hat uns ja ein Walker den Weg versperrt. Das ist wie ein Dark Souls. Shortcut freigeschaltet. Gut, und jetzt schnell zurück zum Bonfire. Nein, jetzt haben wir natürlich hier das Rohr und können da sneaky sneaky. Ihr habt nämlich gesehen, der Rand hat sich rot verfärbt. Das heißt, wir sind in Gefahr und können da nicht einfach mal so ein bisschen rumstehen. Links. Okay. Also wieder nach rechts. Jaha, ich hab's ja verstanden. Ich dachte, vielleicht jetzt ist es links. Gerade eben war es ja rechts, dann ist es vielleicht jetzt links. Weiß ich ja doch auch nicht. Okay, schnell sneaky sneaky. Zurück, da rein. Und dann müssten wir uns ja jetzt da durchschleichen können, ne? Schön warten, bis die alle vorbei sind. So, war das der letzte? Ich sneak da mal. Da wird es schon wieder rot. Okay, jetzt sind sie. Ich glaube, jetzt sind sie vorbei. Jetzt sind sie vorbei. Jetzt ist da nur noch diese eine. Okay, nur noch die eine, die da hinten ein bisschen. Oh. Oh, Chuck. Chuck, you must have tried to hide out down here. Poor bastard. Aber er hatte. Er hat die letzte Kugel für sich selbst aufgespart. Und die Dame hier, die kaufen wir uns, wollte ich sagen. Da hat sich uns was gekauft. Nein! Nein! Oh Gott, verdammt! Das wollte ich nicht. Nein! Ich wollte nicht schießen. Ja, verdammt. Ich weiß. Ich habe einfach nur irgendeine Taste gedrückt in Panik und. Na! Weg! Geh weg! Und jetzt du! Geh weg! Zack! Hier! Spitzhacke. Wobei, jetzt nochmal schießen ist ja auch egal. Jetzt schnell weg hier. Jetzt aber raus hier, ne? Okay, kommen wir da durch? Nicht, dass jetzt die Walker von hinten angerannt kommen. Die Tür? Ah, sehr gut. Oh. Und jetzt vielleicht nochmal aufheben? Oh oh. Okay, ach, dann können wir jetzt hier hochspringen, so wie sie es auch gemacht hat, ne? Wenn die Molly das kann, können wir das auch. Komm schon! Ich hab gesagt, wenn Molly das kann, können wir das auch. Okay. Dann halt durch den Durchgang
Und ich weiß nicht, warum Lee sich jetzt gerade bei den letzten Momenten so schnell bewegt hat. Ist auf jeden Fall auch gut gefüllt, hä? Wonder if someone's living down here. Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Ja, aber üblicherweise ist sowas dann ja zu gut, um wahr zu sein. Ja, plötzlich steht irgendjemand bei euch im Wohnzimmer, ne? Stellt euch mal vor. Who are you? It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? They don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. Came here with a small group hoping to find a boat. I just want to get out of here. How about you just let me go? Ain't no boats around here. Crawford took everything. Yeah, I heard. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford, but I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. I told you he's lying. He is one of them. Kill him before he kills us. Okay, das heißt, wenn ich nach der Waffe greife, dann lebe ich. Und wenn ich nicht nach der Waffe greife, werde ich erschossen. Okay. Das ist für mich auch neu. Ich glaube, bisher habe ich nämlich immer direkt nach der Waffe gegriffen. Okay, also das Ganze nochmal. Ich will keinen Ärger. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? They don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. Came here with a small group hoping to find a boat. We just want to get out of here. How about you just let me go? Ain't no boats around here. Crawford took everything. Haben wir gesehen, ja. I heard. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Nein, ich komme nicht aus Crawford. I'm not from Crawford. But I saw what they did up there. Made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. Und wir wissen jetzt, dass er wirklich schießen wird. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you. You're really not from Crawford? No. I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place, you know, started weeding out the sick and the old so their perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city.
It'll take you wherever you want to go. Okay, danke. Thanks. I think I can figure out my own way back. Vern, you're not just gonna let him go back out there alone, are you? Those sewers are like a maze. He's got no chance of finding his way back without a guide. You're not gonna be able to get out of here on your own, but we all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Clementine hilft immer. Sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? Nein. No. She lost her real parents. I'm doing what I can. Ehrlichkeit ist immer besser. It's all right, Bree. I had a daughter too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Da war vorhin übrigens wieder ein Übersetzungsfehler, als er gefragt hat, ob sie krank sind. Und er hat gesagt, wir sind krank. Wir waren krank. Clementine? Hat er gemeint. Clem? Und das ist ja das Schlimme. Also sie haben wirklich die Leute rausgeschmissen, einfach weil sie mal Krebs hatten. Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Ja, kannst du eine Spitzhacke zurückhaben? Hab genug Minecraft gespielt. Mann, die versteht echt keinen Spaß, ne? Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. Was wäre für ein Arzt? I'll see what I can do. Take me to him. Eben, und mal anschauen kann er ja. Selbst wenn wir keine Medikamente haben, kann man immer drauf gucken und sagen, jo, okay, das Bein muss ab oder was auch immer, ne? Omid, honey, you're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Ja, Clementine finden. Dass die uns nicht sofort entgegengerannt kam. Clementine? Dass die uns nicht sofort entgegengerannt kam, ist nämlich irgendwie komisch, ne? Okay. Im Bad. Gucken wir mal im Bad. Vielleicht Clementine, ist sie auf dem Klo. You here? Ja, vielleicht hat sie sich ja im Waschbecken versteckt, Mensch. Hello? What are you doing? You know, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey. Do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Okay, Kenny und Ben. Schön beschrieben. Vielleicht ist sie in den Schubladen. Clementine? Er sucht ernsthaft hinter der Kommode. I don't care about that. I just want to find Clementine. Wenn die wieder weggesneakt ist. No
sign of her in here. Wenn die wieder abgehauen ist, die Kleine, dann müssen wir jetzt mal ein ernsthaftes Gespräch mit ihr führen. Kann es sein, dass sie in die Pubertät kommt und so langsam ein bisschen aufmüpfig oder so wird? Don't see her out there. Okay, auf dem Dachboden. Clementine, you up there? Shit, where could she be? Ich meine, so lange sind wir noch nicht mit ihr unterwegs, ne? Clementine, you in here? Where is she? Clementine? Ja, stimmt, sie ist schon klein. Sie könnte sich irgendwo hinter einem Schrank oder so verkriechen. Clem, you in here? No. Where is she? Zeichnung von ihm, wie er entweder den Hund ausbuddelt oder den Jungen begräbt. Ich glaube eher letzteres. Okay, in dem Schlafzimmer sind Krista, Omid und Vernon. Clementine! Vielleicht hat Kenny ja was gesehen. Please. Mittlerweile glaube ich halt nicht mehr, dass sie sich versteckt. Kenny? Oh hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. First good thing that's happened since... Kenny, come on, give me that. Kenny, give me the damn bottle. Get the fuck away from me. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked! Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. Wir können ja schwimmen. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Ich kann den Grundgedanken dahinter verstehen, aber... Ben? Danke. Clementine, okay, Ben, wo ist Clementine? Hast du sie schon wieder verloren? Have you seen Clementine? Ja klar, du sauf weiter, Ben. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. What the hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse, and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. Mm-hmm. She was frantic and things got kind of crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? Okay. It's okay. I'm not mad at you. I just want to know where she is. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be or it's your ass. Das heißt, also ich stotter. Im Clementine! Ersten Satz behauptet er, er weiß nicht, wo sie ist, weil sie einfach verschwunden ist, als er Krista geholfen hat. Und ganz plötzlich weiß er doch, dass sie im Garten ist. Mhm. Ganz toll. Clementine? Doors covered in vines. Don't think anyone came in through there. Clementine? Ach, okay, es ist nur eine andere Perspektive. Hat sich ja wohl nicht zu dem Jungen gelegt, oder? Nee. Das wäre schon makaber, aber... In der Hundehütte vielleicht? Versteckt? Eingekrochen? Okay, Ist hier halt nirgends, ne? In den Gebüschen? Sie ist halt klein und zierlich, aber ich glaube, jetzt haben wir uns hier wirklich komplett umgeguckt. Es bleibt eigentlich nur noch das Tor. Bevor wir da jetzt durchgehen, mache ich an der Stelle einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, weil ich weiß, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es da eine größere Cutscene triggern wird. Und ja, es passt von der Länge her gerade, deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.